Und jetzt wir haben aus Kenien, direkt aus Kenien, nach Augsburg. Maureen? Ich stelle mich kurz vor, ich heiße Maureen, ich lebe seit 48 Jahren in unserer wunderschönen Stadt Augsburg. Ich werde heute im Rahmen des Weltfrauentags eine Präsentation halten zu einer ganz besonderen Frau. Sie heißt Wangari Maathai, geboren in Kenia. Und wieso diese Frau? Weil sie die erste Frau und bisher die einzige Frau, die in meinem Land war, die sehr viel bewegt hat. Und zu meiner Präsentation habe ich zwei tolle Neffen von mir mit dabei, die werden aus dem Buch vorlesen, wo die Geschichte von Wangari Maathai in Form eines Kinderbuches geschrieben ist. Und ich werde erstmal meine zwei Neffen mit vorne lassen, bevor ich dann noch mehr über diese wundervolle Frau dann erzählen werde. Ein Applaus für meine zwei Jungs, bitte. Sie entstammt dem Stamm der Kikuyus. Die Kikuyus, das ist der größte Stamm
der in Kenia lebt. Sie starben 2011, im September 2011, infolge eines Krebsleidens. Wangari Maathai war die erste afrikanische Frau, die 2004 den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit als Umweltaktivistin bekommen hat. Sie hat sich auch sehr viel für Frauenrechte, generell für Menschenrechte eingesetzt. Und infolgedessen wurde sie auch in den 90er Jahren oft inhaftiert. Und sie hat auch einmal die Aussage gemacht und sich bei Amnesty International bedankt, dass sie sich sehr oft für die Wangari Maathai eingesetzt hat. Und sie wüsste nicht, wie oft sie noch mehr hätte im Gefängnis sein müssen, wenn Amnesty International sich nicht sehr oft für sie eingesetzt hätte. Sie erhielt nicht nur den Friedensnobelpreis, sie bekam auch den Gandhi-Friedenspreis für ihre Leistungen. Und das Faszinierende an dieser Frau ist, sie war auch die erste, die Professorin war in Kenia, die auch an der Universität gelehrt hat. Sie war auch Wissenschaftlerin und auch als Politikerin tätig. Und sie ging zunächst einmal in Kenia in eine Klosterschule, bevor sie dann ins Ausland ging nach Amerika und dort studiert hat, Biologie. Sie war auch in Pittsburgh, sie hat auch unter anderem in München und auch in Gießen einen Teil ihrer Studienzeit verbracht. Und 1971 bekam sie sogar als erste Frau den Doktortitel in Kenia. Und das Jahr 1977 war auch ein tolles Jahr, weil sie auch unter anderem eine Bewegung dann ins Leben gerufen hat, das nennt sich Greenpeace Movement. Und mit dieser Bewegung hat sie auch geschafft, bis heute, auch nachdem sie verstorben ist, dass bis zu 45 Millionen Bäume gepflanzt worden ist. Denn diese Frau hatte damals in jungen Jahren schon gemerkt, wie wichtig die Umwelt ist, wie wichtig es ist, Bäume zu haben, Bäume zu pflanzen. Und beginnt dann 1977 dann die ersten Bäume zu pflanzen. Mittlerweile gibt es diese Bewegung in 13 Ländern. Und das Tolle an ihr war, sie hat nicht nur den Menschen beigebracht, dass sie Bäume anpflanzen, sondern auch, dass sie nachhaltig Acker betreiben. Vor allem Frauen, damit sie auch selbstständig werden, selbstständig auch was dazu verdienen können und nicht ständig an den Partner, an den Mann dann angewiesen ist. Wangari Maathai war auch verheiratet, sie hat dann auch drei Kinder bekommen, zwei Jungs, zwei Söhne und eine Tochter. Allerdings war es so, dass es zur Scheidung kam aufgrund dessen, also der Mann hat es damals so gesagt, dass diese Frau zu erfolgreich ist für ihn, zu eigensinnig, zu eigenständig und als es dann zur Scheidung kam, bat er sie, dass sie doch bitte den Nachnamen aufgibt. Und damals weigerte sich Wangari Maathai, das zu tun und hatte die Idee an dem Namen, also eigentlich buchstabiert sich ihr Nachname M-A-T-H-A-I, dass sie aber das Nachnamen nicht mehr hergeben wollte, fügte sie einem A mehr hinzu zu dem Namen. Deswegen schreibt sich auch ihr Name so ganz besonders. Und als es zur Scheidung kam, konnte sie natürlich auch die drei Kinder, die sie hatte mit ihrem Mann, nicht mehr wirklich finanzieren, weil mit dem Geld, was sie verdient hat an der Uni, hat es von vorne bis hinten nicht gereicht. Und sie bekam langfristig durch die UN eine Arbeit, wo sie viel auch innerhalb von Afrika im Ausland war, was auch dazu dann geführt hat, dass sie dann die Kinder dem Mann überlassen hat und er halt dann halt auch mit bei der Kindererziehung die Kinder durchzuziehen. Und das tat sie eigentlich, weil sie auch die finanziellen Mittel damals nicht hatte. Und das, was sie verdienen konnte und wollte, wollte sie natürlich dann auch mit unterstützen. 1976 bis 1987 war sie auch im Frauenrat von Kenia tätig und sie blieb auch im Vorstand, bis sie starb. Und sie wurde auch, was diese Frau so besonders macht, auch für Kenia, ist ihr Einsatzbereitschaft auf friedvollem Weg als erste Frau, die nicht nur inhaftiert wurde, sondern auch während ihrer Haft musste sie viele Misshandlungen hinnehmen. Ja. Und es ist so, dass leider Gottes erst wenn die Menschen sterben, honoriert man ihre Arbeit nicht während den Lebzeiten. Aber es ist schön, was wir Frauen leisten können, was wir Frauen auch alles erreichen können. Die
diese Frau hat einen schönen Spruch und dieser Spruch, wenn man das ins Deutsche übersetzt, sagt es so viel wie, dass jeder von uns Bürger, wir können was leisten. Und wenn wir zusammenhalten, sind wir auch in der Lage, viel zu leisten. Und it's the little things that citizens do that will definitely create changes. Und wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Umwelt zu wahren, wie sollen denn unsere Kinder, unsere Enkelkinder, Urenkelkinder leben? Es liegt in unserer Hand. Und sie hat auch bis heute so präsent, weil in Nairobi gibt es einen ganz bekannten Wald, das nennt sich Karura Forest. Und zu ihren Lebzeiten wollte der Staat diesen schönen Wald, der sich innerhalb von Nairobi befindet, zerstören, um ein Wohngebiet dort zu bauen. Diese Frau ging auf den Straßen mit anderen Leuten, die haben protestiert und zum Glück kam es nie zu diesem Wohngebiet, was dort gebaut werden sollte. Denn jetzt genießen die Menschen, wenn sie auch dort in Kenia sind und auch die, die in Kenia leben, diesen Wald. Und sie hat auch Bäume gepflanzt in diesem wunderschönen Wald. Wir haben auch einen Nationalpark innerhalb der Innenstadt, wo sie auch ganz viele Bäume gepflanzt hat. Und an ihr merkt man, man braucht nicht viel.